Ich glaube schon, dass es für unseren Verein, glaube ich, ein großes Spiel ist. Ich glaube, das ist das, was am Ende die Fans sich dann auch sehen, nach ganz großen Fußballfesten. Morgen ist natürlich sicherlich so, dass wir jetzt auch mit 20.45 Uhr natürlich auch mit der besonderen Anschlusszeit am Freitagabend am Flutlichtspiel natürlich gegen Borussia Dortmund. Ich glaube, es geht fast nicht besser, wenn man jetzt mal die Ausgangssituation schaut. Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die sicherlich auch Ambitionen in diesem Jahr um die deutsche Meisterschaft. Also wenn man meinen Oberpfälzer Kollegen, die Hammern Glauben schenken mag, der groß verkündet hat, der Meister in der neuen Saison wie Borussia Dortmund, spielen wir also gegen den neuen deutschen Meister. Also ein Mismatch für uns, ein schweres Spiel für uns, eigentlich keine Chance. Das Schöne im DFB-Pokal ist, es gibt immer wieder mal Überraschungen. Wann die passieren, weiß auch keiner. Und von dem her, wie gesagt, hoffst du natürlich darauf, dass du einer dieser Vereine mal bist, der eine große Pokalsensation schafft. Aber wie gesagt, die Aufgabe ist brutal stark für uns, brutal herausfordernd.